Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage gekriegt. Ihr habt ja in der Videobeschreibung schon gesehen, was das wird, ein Starthilfeset. Und das ist auch ganz gut, weil ich wollte mir sowieso demnächst ein Starthilfeset kaufen. Weil nachdem mir letztens die Batterie bei mir beim neuen Auto verreckt ist und mit meinem alten Starthilfeset, womit ich den Jetta noch ab und zu angekriegt habe, ist bei dem neuen eher nichts zu machen. Die ist auch ziemlich schwach auf der Brust. Hier haben wir was, was halt viel stärker ist. Oh, Vorsicht, den Schwanz, Digga. Jetzt werden wir auch gleich in die Unboxing-Ansicht wechseln. Ja. Und gucken uns das Ding gleich mal genauer an. Ich will auch noch meinen Werkstattmann anrufen nachher und fragen, ob er ein Auto hat, wo man Starthilfe geben kann. Also wo die Batterie definitiv tot ist oder irgendwie. Ja, und das werden wir dann alles mal testen, wenn wir Glück haben. Aber jetzt wechseln wir erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Ich versuche jetzt den Namen garantiert nicht auszusprechen. Findet ihr, also wie gesagt, auf der Webseite und bei Amazon, werde ich euch beides verlinken. Hier sollen wir aufmachen. Ah, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, überall vertreten. Hier sehen wir denn F60, genau. Weil da gibt es verschiedene Modelle, kleinere und größere. Wir haben das F60 Modell. Wesentlich größer als mein Starthilfeteil, was ich vorher hatte. Dicke kommt meins etwa bis, also von hier bis hier. Und in der Länge so viel. Jetzt gucken wir da auch mal ein. Jumpstarter, also Starthilfeset. Ja, schön verarbeitet. Schön robust. Und vor allen Dingen ein Tragegriff. Mein jetzt hat keinen Tragegriff. Dann gucken wir mal rein, was sich da drinnen verbirgt. Hier haben wir dann die Bedienungsanleitung, was im Display steht, die Anschlüsse, für was die stehen, Press. Ja. Aber auch alles leider nur Englisch, wie es aussieht. Vielleicht ist ja noch ein deutsches Heft mit bei, aber bis jetzt leider nicht. Dann hier so ein Zwischenteil. Oh. Also das ist massiv. Das ist massiv. Gucken wir uns mal noch an, welche Kabelei dabei ist. Und ich hatte schon aufgemacht. Und den Rest gucken wir uns in einem Hardware-Video an. Hier geht es ja nur ums Auspacken, Verarbeitung und so. Das gucken wir uns dann alles im Hardware-Video an. So, einmal das. Dann ein USB. Und sogar ein Wandadapter ist mit bei. Und was haben wir hier noch? Ein Zigarettenzünderadapter. Dann brauchen wir aber einen Adapter. Für den Adapter noch, oder nicht? Jetzt gucken wir uns im Hardware-Video gleich an. Hier ist jetzt nichts weiter drin. Wir haben, ich mach mal was höher. Wir haben das Case, was gut verarbeitet ist und auch gepolstert und
also starr hier und hier in der Mitte auch noch mal gepolstert. So, dann haben wir einen Kabel. Den lege ich mal hier so beiseite, so. Dann haben wir den Wandadapter. Dann haben wir das, ach nee, das wäre ein Strom, also dass wir hier wahrscheinlich den ranballern und dann halt einen Zigarettenanzünder haben. Weil viele Autos mittlerweile ja keinen Zigarettenanzünder in der herkömmlichen Form haben. Und dann halt USB-C zu USB-C. Das ist für den Wandadapter, der hat nur USB-C. Da steckst du halt den USB-C rein und dann ins Gerät zum Laden. Ja? Machen wir mal so. So. Und eine Anleitung, die leider nur auf Englisch ist. Also es wirkt schon, also das Starthilfe-Set hier, der Kasten, der wirkt schon sehr massiv. Also es kann mit meinem, also vom, oh, selbst nicht mal von mir, von Größe, die Schweige denn, vom Gewicht mit meinem alten mithalten. Ja. Hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Machen, damit es schöner aussieht für euch. Ich denke mal, das A steht für Ampere. So. Den Müll gleich wegpacken, damit er nicht rumfliegt. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Das gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist schon massiv. Das ist schon ein richtiger Klopper. Das ist ein richtiger Klopper. Kann mit meinem alten Starthilfe-Set natürlich überhaupt nicht mithalten. Also das ist wirklich massiv. Da sollte ich dann auch den Diesel ankriegen und sollte dann eigentlich immer gewappnet sein in Zukunft. Wir sind positiv. So, dann würde ich jetzt für das Unboxing auch erstmal einen Cut machen. Das war's. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir dann mal alles anschließen werden und die ganzen Anschlüsse am Gerät angucken werden und ob Strom drauf ist und wenn ja, wie viel, ob man das sieht und alles drum und dran. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.